Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um mein Handy. Genau, ihr seht es hier schon. Das ist das Samsung Galaxy S9 Plus. So sieht es von hinten aus. Könnt ihr bei mich und die Kamera sehen? Genau, das ist S9 Plus von Samsung. Und ich wollte euch heute einfach mal zeigen, was ich so auf dem Handy habe für Apps. Und genau, alles so um das Handy. Viel Spaß! Ja, zum Entsperren, das finde ich richtig, richtig mega. Brauche ich einfach nur meinen Finger hier hinten drauf halten und schon entsperrt es. Das finde ich richtig, richtig cool. Jetzt geht es natürlich erstmal um mein Hintergrundbild. Denn hier habe ich mich mit meinem Bike. Das ist eine Ninja 400, falls irgendjemand fragt. Und ja, das ist schon sehr, sehr lange mein Hintergrundbild. Hinten als Sperrbildschirm habe ich die kleine Babymaus. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich hier so drauf habe. Auf meiner Startseite habe ich hier einmal das Wetter. Und dann habe ich hier Standard-Apps wie Kamera, Instagram, Galerie, Musik, WhatsApp und meine Kontakte, Nachrichten, Telefon. Instagram und WhatsApp benutze ich wirklich immer und täglich und überall. Also das sind wirklich auch Apps, die auf jeden Fall auf den Startbildschirm gehören bei mir. WhatsApp zeige ich euch jetzt nicht, weil ja, es sind ein paar private Sachen drin, sage ich mal. Aber wir können ja mal bei Instagram schauen. Da seht ihr hier nämlich einmal, ja, das, was bei Instagram gerade so passiert, habe ich selber noch gar nicht gesehen, den neuen Feed. Aber genau, das ist meine Babyseite, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. So sieht es hier bei mir aus. Und falls ihr uns da noch nicht folgt, könnt ihr das auf jeden Fall tun. Hier kommen sehr, sehr viele Fotos. Und genau, falls euch da irgendwas interessiert, da werden es später auch am meisten Babyfotos geben, auf jeden Fall. Wenn ich nach rechts wische, habe ich hier YouTube, Facebook, eBay Kleinanzeigen, die App zu meiner Kamera, das ist diese hier, und einmal Schwanger Plus. Die kann ich euch auch echt nur empfehlen, wenn ihr schwanger seid oder ähnliches. Ich liebe diese App. Hier seht ihr mal ganz genau, wie lange ihr schon schwanger seid, in welcher Woche und was für Tage genau. Also auf den Tag genau sozusagen. Dann seht ihr mal ein Foto. Und dann gibt es hier immer jeden Tag neue Informationen, die ihr euch durchlesen könnt. Und auch immer so, ja, die Größe des Kindes gerade. Und hier auch immer Ultraschallfotos. Könnt ihr euch immer anschauen, wie euer Kind denn gerade wohl aussieht. Total schön und total praktisch. Werde ich nicht für gesponsert. Ich liebe diese App einfach. Und genau, hier sieht man einfach alles, was man braucht. Hier auch, wie lange man noch hat sozusagen. Und die ist eben hier auch auf meinem Startbildschirm vertreten. Sonst haben wir hier nichts. Hier oben haben wir natürlich noch Uhrzeit und Akku und so. Aber das ist ja, glaube ich, bei jedem. Genau, sonst ist hier nichts. Hier habe ich noch Bixby, das ist sowas wie Siri, aber das braucht kein Mensch. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in mein Menü. Dafür muss ich einmal so hochwischen. Und dann sieht das Ganze bei mir so aus. Ich habe hier oben einmal Amazon Music, Dropbox und was der Geier. Mamikreisel, auch eine super schöne App, die ich sehr, sehr gerne nutze. Hier kann man einfach super schön Babysachen kaufen, finde ich. Weil man einfach direkt das Bild sieht, direkt den Preis und ich finde es einfach so einfach. Und ja, wer auf jeden Fall Babykleidung sucht, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Dann habe ich hier meine E-Mails, auch nichts Spannendes, glaube ich. Wieder Instagram, eBay, WhatsApp, mein Vodafone. Das ist natürlich für meine Karte, für meine SIM-Karte. Schwanger Plus habe ich euch ja gerade gezeigt. Und dann haben wir hier Baby Center. Auch eine ganz, ganz tolle Baby-App, die ich euch empfehlen kann. Und genau, hier seht ihr eben jeden Tag, was gerade so passiert oder eine wichtige Information für die Zeit. Oder ganz oben seht ihr immer, wie weit ihr seid. Und ja, das Baby wird immer verglichen mit einer Ananas hier zum Beispiel. Also immer mit Vergleich. Und hier kann man dann noch lesen, was so ungefähr passiert in der Woche und wie es dem Baby gerade geht. Kann ich euch also auch einfach nur ans Herz legen, falls ihr Schwangerschafts-App sucht. Hier könnt ihr auch immer
Ja, hier seht ihr sozusagen, wie viel ihr schon geschafft habt. Und sonst halt wirklich zu jedem Tag immer eine Information. Ja, dann haben wir hier noch Glückskind. Das ist ja die App von DM. Aber da habe ich mein Passwort leider vergessen. Haha, muss ich mal wieder erfragen. In der nächsten Reihe haben wir Rossmann. Ebenfalls das gleiche wie bei DM. DHL-Paket ist eine richtig coole App, weil ja, da wird einem immer Bescheid gesagt, wenn ein Paket auf dem Weg ist. Finde ich super cool, man muss da nichts einstellen. Die Post macht das von alleine, allein dadurch, dass sie deine Adresse weiß. Also mega geil. Dann habe ich meine Sparkassen-App, das ist mein Online-Banking. Kann man auch nicht viel zu sagen. Und dann habe ich hier eine weitere Schwangerschafts-App und die ist auch wirklich ein riesengroßer Favorit von mir. Da schaue ich wirklich fast jeden Tag rein. Und hier kann man zum Beispiel sehen, ja, wie viel Prozent man geschafft hat. Hier ist es sogar in so Herzen aufgeteilt. Dann natürlich den Entbindungstermin, in welchem Monat man ist. Ja, dass wir heute 33 plus 1 sind. Also sowas kann man hier alles richtig schön sehen. Ich liebe das. Und dann gibt es auch hier immer Informationen zum Kind für die jeweilige Woche. Genauso wie, ja, für die Mami, was gerade so im Körper passiert, aber auch für den Partner, was er in der Woche zum Beispiel machen kann. Auch mega. Und dann gibt es hier eine Checkliste, da kann man immer, ja, fertig ankreuzen, wenn man das schon erledigt hat. Und genau, hier unten gibt es auch immer noch Informationen und so. Auch eine sehr, sehr schöne App. Hier sieht man auch, wie viele Tage noch übrig bleiben und wie gesagt, wie viel Prozent man noch übrig hat. So, dann haben wir hier noch DJI Go. Das ist die App zu meiner Drohne. Ich habe nämlich eine DJI Phantom 3, glaube ich. Und dann haben wir hier Pokémon Go. Das ist einfach nur so ein Überbleibsel. Und hier eine weitere Sparkassen-App. Die brauche ich auch für mein Online-Banking. Einmal Wish. Und sonst noch irgendwas von Vodafone. Was der Geier. Auf der anderen Seite, beziehungsweise die erste eigentliche Seite, sind eigentlich so die Standard-Apps. Also Play Store, YouTube, Facebook, Galerie, Maps. Eigentlich nichts, was ich irgendwie runtergeladen habe, außer eBay Kleinanzeigen findet man hier. Und dementsprechend ist da auch nichts Interessantes, würde ich sagen. Und ja, das war's dann auch schon. Das war so alles, was ich an Apps oder ähnliches auf meinem Handy habe, was ich für einen Sperrbildschirm habe oder weiteres, wie es so funktioniert. Ich kann dir nochmal sagen, ob ich von dem Handy begeistert bin. Das ist ja das S9 Plus von Samsung, habe ich ja gesagt. Und ich muss wirklich sagen, ich bin sehr begeistert. Also das Handy ist natürlich sehr groß, aber ich finde, allein das mit dem Fingerabdruck ist einfach so genial. Klar, das haben auch andere Handys, aber ja, ich bin einfach super überzeugt. Das ist jetzt auch, ja, ein sehr teures Handy natürlich auch, aber ich ja, bereue auf jeden Fall den Kauf nicht. Und jeder, der irgendwie bei Samsung bleibt und nicht zu Apple wechseln möchte, der hat hier auf jeden Fall ein richtig mega geiles Handy. Und ich werde niemals zu Apple wechseln. Kamera ist auch mega gut. Wir haben hier nämlich zwei Kameras. Seht ihr das? Wir haben hier einmal die große, dann haben wir noch eine zweite, einfach damit die Qualität besser ist. Weil die Qualität der Kamera, ich weiß im Moment gerade gar nicht, wie viel Megapixel sie hat, passt nicht in eine Kamera sozusagen. Hier haben wir den Blitz, Infrarot und hier eben den Fingerabdruck, womit das Handy eben entsperrt wird. Genau, und dann war es auch schon zu meinem Handy. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!